Das Parkhotel ist eröffnet. Hagenberg hat ein 4-Sterne-Haus und bekommt bei der Eröffnung eine weitere Klassifizierung dazu. 4 Sterne Superior. Naja, die Sterne werden grundsätzlich über die Hardware vergeben, sprich über die Ausstattung des Hauses. Und das Superior ist das deutliche Mehr an Dienstleistung, das das Haus erbringen muss. Das ist ein Prozess, der computergestützt abläuft. Das heißt, da werden Bewertungssysteme im Hintergrund geschalten, da werden alle Bewertungen weltweit zusammengezogen. Und im 4S-Bereich muss man natürlich eine hohe Prozentzahl erreichen, um überhaupt dabei sein zu können. 93 Zimmer. Seit April diesen Jahres schlafen hier Urlauber und Businessgäste. Fachhochschule und Softwarepark sind nur wenige Meter entfernt. Hier können Dauermieter einchecken. Das Hotel soll auch für längere Aufenthalte ein Zuhause sein. Für Wissenschaftler, Professoren, Firmenkunden des angrenzenden Softwareparks. In Hagenberg kann man sagen, aus den schwersten Geburten werden die schönsten Kinder. Und das Hotel war so eine schwere Geburt. Über viele Jahre hat man das immer versucht. Und der Markus Fahrner hat einfach nicht nur eine Vision, sondern er ist ein Umsetzer. Ich bin jetzt froh, wie es ist, und ich bin stolz, wenn ich vorbeifahre, weil es ist ein wunderbares Projekt geworden und natürlich für die gesamte Region eine riesengroße Bereicherung. Es ist das erste Hotelprojekt des Mühlviertler Architekten Markus Fahrner. Er hat das Hotel gebaut und betreibt es. Ja, da sind sehr, sehr viele internationale Firmen tätig und auch die Region ist sehr stark und hat im Umkreis ungefähr von 18 Kilometern hat's kein vergleichbares Hotel gegeben. Also der Bedarf war schon hier. Natürlich war es sehr mutig in der Zeit. Wir wissen, was jetzt gerade hinter uns liegt. Aber wir haben gesagt, jawohl, nach jedem Tief kommt ein Riesenhoch und genauso ist es. Das Hotel wird sehr gut angenommen. Für die Urlaubsgäste haben wir uns auf 2 Segmente spezialisiert. Das eine ist Familie und das zweite ist Sport. Wir haben ein sehr professionelles Sportangebot, Fitnessstudio, Radfahren, E-Biken. Wellnessbereich und Fitnessstudio sind nicht nur für Hotelgäste zugänglich, sondern für jeden. In der 4. Etage des Hotels ist die 250 Quadratmeter große Skybar mit Dachterrasse und 360 Grad Panoramablick ins Mühlviertel. Dort trinken die Gäste Champagnerbier. Die Perlage ist so eigentlich das Beste aus beiden Welten, aus dem Bierbereich und aus dem Champagnerbereich. Ist noch der Champagnermethode in Anlehnung eben produziert. Der Bieranstich hat zwar nicht auf Anhieb geklappt. Der Hotelbetrieb läuft dafür reibungslos.